Oh là 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 là, le noob. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther P. und ich habe Frame-Einbrüche und ich spiele die Map Glass Obstacle Course wieder im schönen kleinen Let's Play. Und ich weiß gar nicht, wie weit wir im letzten Part gekommen sind, aber ich habe ein bisschen, ja, ein Fail gemacht bei der Aufnahme. Ich habe die dritte Stage, habe ich jetzt schon zu Ende geschafft und auch da zwei fluffige Diamanten gekriegt. Hier, pam pam. Und die kann ich auch mal gerade wieder einsammeln. Die hätte ich nicht gerne wieder zurück. Und dann war ich hier bei der vierten Challenge, Stage, ne? Und dann Funland und Difficult Hard und bla bla, 1.1 und bla bla, Timed Bounce. Und das Ding habe ich auch schon geschafft. Hier kann ich einmal kurz Cinematic darstellen. Und jetzt kann ich mal so ein bisschen hier weiter rennen, wo ich gerade stehen geblieben bin. Und zwar bei dem zweiten Level, und zwar hier bei der Bowling Arena. Und mit hier Balls of Steel und so ein Quatsch. Und ja, eben halt so. Und hier war ich gerade eben stehen geblieben und habe ich auch schon erwähnt, egal. Und dann mache ich jetzt einfach hier weiter. Ich will euch das alles jetzt auch nicht unbedingt noch antun. Das war nicht sowieso langweilig und sowieso. Aber meine Let's Plays haben ja sowieso den Standard, dass sie alle total langweilig sind. Und wieso rede ich die ganze Zeit so schnell und wieso rede ich die ganze Zeit über so ein Quatsch? Ich weiß es nicht, einfach vielleicht, weil es kann. Und jetzt wird das eben auch schon geschafft. Fast. Und fast. 10. Hardest part of the stage is behind you. And now you won't get a checkpoint. What? Wieder war ein Checkpoint. Tja, wenn der Toll, jetzt können wir den schwierigsten Part auch nochmal machen. Ja, super. Können wir uns auch nichts von kaufen. Ja, vielleicht ein Eis oder so. So. Na, ah, scheiße. Hier. Go, 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 go. Ich bin der Beste, ich kann einfach alles. Denn ich bin der Beste. Wow. Logik at its best. Aua. Jetzt bin ich schon wieder auf die Fresse gefallen. Huch. Ich will aber nicht ständig auf die Fresse fallen. Und ich habe es, glaube ich, schon in meinem Let's Play von Minecraft erwähnt, dass ich hier mit 35 Frames jetzt aufnehme, ne? Aber dass es wahrscheinlich keine Auswirkungen auf euch hat. Egal, ich wollte es mal sagen. Und ja, dieser Fail bei der Aufnahme vorhin, das lag nicht am Mikrofon, das lag nicht am Sprachaufnahmeprogramm, also an Camtasia oder an Audacity. Das lag einfach an Fraps, weil normalerweise blendet Fraps bei mir zumindest rechts oben eine gelbe Zahl ein und ja, wenn es gelb ist, nehme ich nicht auf und wenn es rot ist, nehme ich auf und dann habe ich darauf gedrückt und also auf Aufnahme und dann war es lila und dann war ich verwirrt und habe ich aber trotzdem aufgenommen und dann hat es ganz gespeichert, weil das lila war und nicht rot war und dann war ich gefrustet und dann habe ich jetzt noch ein paar aufgenommen, ne? Übrigens, ich habe ja auch gesagt, ich wollte es ja zu Outer City wechseln, so aufnahmetechnisch, ne? Also sprachaufnahmetechnisch. Aber ich habe es mal vorhin probiert, es funktioniert nicht ganz so gut, weil irgendwie alles nur auf rechts hörbar ist. Das heißt, ich spreche was rein und man hört es nur auf der rechten Seite seines Headsets, seiner Boxen oder wie auch immer ihr das gerade hört. Und das ist ein bisschen scheiße. Und das will ich nicht, weil dann ist alles immer so rechtslastig, abgesehen mal von der Musik und der Ingame-Sound. Ja, aber meine Stimme ist eben halt total rechtslastig. Vielleicht, wenn ich so spreche, dann ist sie auch rechtslastig. Und wieso spreche ich die ganze Zeit so total laut und schnell und aufgedreht? Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es an der Musik. Jetzt so ein bisschen Monkey Island Musik, glaube ich zumindest. Also habe ich gar nicht geguckt, wie lange ich schon aufnehme, ne? Egal. Das geht schon. Ich denke einfach mal, ich nehme schon 2 Minuten auf. Weil ich will jetzt auch immer ne, Begrüßung und Abkündigung machen, ne? Und das Lied ist echt laut. Ich muss weiterschalten. Ist mir wirklich schon zu laut. Meine Fresse. So. Jetzt holen wir uns ADHS. Ja. Ja. Ah, das ist auch so eine klassische YouTube-Musik, ne? Das hat man total oft bei allen möglichen YouTubern, diese Musik. Auch wenn ich nicht weiß, wieso. Wahrscheinlich, weil sie von incompetech.com ist und sich da jeder seine Musik herholt. So, als auf jeden Fall jeder, der auf YouTube ist. Go, go. So, darauf. Wieder aufs Glas springen. Scheiße. Glassprünge sind schwierig, aber nicht umsonst heißt diese Map Glass Obstacle Course. Das muss ja schon irgendwie begründet sein. Mit meinem Bein. Du Schwein. Nein! Okay, aha. Wieso springe ich denn immer gegen diesen Sprung? Hoch. Leg. Alles klar, Fraps, du brauchst, glaube ich, mal so eine kleine Verschnaufspause oder so. Obwohl, ich glaube, ich nehme jetzt noch ein bisschen weiter auf.
Ich will nämlich nicht, dass Scraps hier so ein bisschen, ja, mir die Frames runterzieht. Das will ich gar nicht. Dann fühle ich mich selbst immer so runtergezogen. Naja, also die Framezahl ist gleichzusetzen mit meiner Freundlichkeit oder so. Keine Ahnung. So. Ja, ihr habt es vielleicht auch schon... Habe ich das schon erzählt? Oder war das jetzt in der verkackten Aufnahme, dass ich ja in letzter Zeit ein bisschen mit neuen Videoformaten rumprobiere? Keine Ahnung, ich glaube, das habe ich schon erzählt. Ich kann es ja mal kurz zusammenfassen. Ich versuche gerade ein paar neue ja, Videos mal einfach zu machen. Zum Beispiel die besten Bilder von Draw Something, die Let's Server oder was auch immer. Es ist alles einfach so ein bisschen mal so rausgeknüppelt. Das Let's Server würde ich euch wirklich auch mal empfehlen, da auf den Server zu gehen. Der ist ganz cool und so weiter und so fort. Und ich finde es sehr lustig, dass da auch relativ viele von mir drauf sind. Da fühle ich mich irgendwie ein bisschen geehrt. So, go, go. Aber eigentlich habe ich nicht den Server gefunden, sondern wer anders. Und der hat ihn mir dann geschickt und gesagt, hey, schau dir mal den Server an, der ist cool. Da habe ich mir ihn angeschaut, fand ich geil. Und dann habe ich einen Netzserver davon gemacht. Aber das ist ja alles die alte Leier und das wollt ihr ja nicht hören. Alte Leier. Sagt der Geier. Herr Meier. Herr Meier ist nämlich der Geier. Das müsst ihr nämlich wissen. Um diese komplexe Story mit diesem komplexen Plot zu verstehen. Und die ist sowas von Whitefoot? Legendary. Fuck. Vielleicht sollte ich dabei sneaken, das hilft, glaube ich. Das hat ja auch schon mal bei diesem Feuerraum da geholfen. Sneaken ist ein probates Mittel. So, genau. Ich war ein bisschen geistig verwirrt. Wie immer. Nee, du bist immer geistig verwirrt. So, go, go. Oh, sneaken habe ich gerade vergessen. Oh, nein. Kacknoob in der Haus. Ach ja, und falls ihr einfach irgendwas auch an meinen Let's Plays auszusetzen habt, schrägstrich Kritik habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel, dass ich nicht so oft mich versprechen soll oder eben, dass ich nicht ganz so aufgedreht sein soll. Wobei man sagen muss, manchmal bin ich da so in der Aufnahme total aufgedreht, hier zum Beispiel gerade. Manchmal bin ich da auch so ruhig und atmosphärisch. Ich versuche das schon mal ein bisschen öfters mal zu wechseln. Ne, wisst ihr Bescheid. So, sneaken. Okay, sneaken hilft, glaube ich, nicht allzu sehr. War ja nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Und dabei will ich gekrönt werden, weil ich doch ein König bin. Ich bin König. Scheiße, vielleicht ein König der Vollidioten. Wobei, ist man als König der Vollidioten eigentlich der größte Vollidiot oder einfach der beste Vollidiot? Boah. Der explodiert gleich mein Gehirn. Ich darf über solche Sachen nicht nachdenken, sonst explodiert mein Gehirn. Fuck, und diesmal habe ich es fast geschafft. So, go, oh, go, go. Hua, 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 hua. Na, zu weit. Alter, ist das laut. Boah, das kann sich auch kein Schwein anhören. Okay, an alle Leute, die das Lied jetzt nicht mögen. Scheiße gelaufen, ne? So. Ach, verdammt. Aber nein, Kid, das muss man einfach machen. Das ist einfach das größte Meme und das größte Viral Video, was 2011 entstanden ist. Dass die Nine Cat schon so alt ist, ne? Darüber kann man auch immer noch Witze machen. Verstehen auch immer noch jeder. Die versteht noch immer noch jeder. Yeah, ich habe Grammatik gelernt bei Yoda. Oder bei Haftbefehl. Scheiße, Mann. Ich meine natürlich... Oh! Die Mies. Ich muss wieder gucken. Ja, okay. Nehme ich schätzungsweise schon 10 Minuten auf. Ich muss mir das mal wirklich mit der Uhr hier anders regeln. Muss ich mir von irgendwem eine Rolex stehlen. Oder ich kaufe eine Rolex einfach beim Türken von dem an. Aus seinem Kofferraum. Die aus echtem Gold besteht. Und Platin. Und Diamanten. Was macht ihr doch lieber aus dem Diamanten ein Schwert? Na, scheiße. Boah, das wäre auch mal richtig cool, ne? So ein echtes Diamantenschwert zu haben. Aber ich glaube, das wird gar nicht gehen, weil Diamanten ja viel zu klein sind dafür.
Aber man könnte ganz, ganz viele kleine Diamanten zusammentun. Und dann... Na scheiße, jetzt bin ich drüber gestylisch. Und dann könnte man die alle so an die Kante vom Schwert kleben. Alle ganz, ganz spitz schleifen und dann am Ende Diamantschwert. Also ich glaube, ein Gold- oder Eisenschwert ist einfacher zu machen. Ein Holzschwert ist sowieso am einfachsten. Ja gut, Steinschwert wird auch noch ziemlich schwierig. Vor allem, wer benutzt ein Steinschwert? Ich meine, das Ding muss bestimmt eine Tonne wiegen, eine gefühlte. Okay, ich will jetzt nicht sagen, dass Eisenschwerter nichts wiegen, ne? Früher, die Ritter, die liefen ja immer in 20, 30 Kilo Rüstung rum. Und das Schwert, das braucht bestimmt auch seine, ja, 3 Kilo oder was weiß ich. Je nachdem. Bam, ich bin hier raufgekommen. Komm. Boah, ich hab's nicht geschafft, ich bin so gut. Sarkasmus-Schild. Sarkasmus-Schild hochhalten. Mhm. So, go, go. LA 1 und 2. 1 plus 1 ist 2. Wer hätte es gedacht? 1 plus 1 ist doch gar nicht 2. Das ist 10. Oder 11. Ne, versteht ihr, bei 1 plus 1 und dann... Ach, go, go. So. Ich habe letztens auch mal ein lustiges Video auf YouTube gefunden, wo jemand erklärt, wieso Katzen, ich meine, wieso Tiere allgemein keine Reifen haben. Huh? Ja, und die Antwort ist banal und simpel, weil das, weil Reifen immer eine Straße brauchen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das würde ja nicht nur den Tieren mit den Reifen helfen, sondern auch den anderen Tieren, die keine Reifen haben. Und deswegen gibt es sowas nicht. Ich hoffe, ihr habt das jetzt so hier so in Kurzform verstanden. Bam! Oh yeah! Bam! So, steht hier irgendwas? Climb! Super. Stage 4, Level 3, The Climb Wall. Children under 10 are not allowed. Oh, schade. Darf ich nicht mitmachen. Nein! Ich bin ja schon fast 12. This is going to be easy. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Trust me, this stage is super easy. Was? Wie? Ah, Moment. Nee. Huh? Ah. Aha, jetzt muss ich auf die andere Seite der Kletterwand. Geschickt eingefädelt, Mr. Bond. Aua. Ja. Und um ein James Bond Gegner zu werden, muss man ein Startkapital von 175.000 haben. Schön, ne? Ich sag nur unnützeswissen.de. Oh, scheiße. Oh, zurück. Ist ein Creeper. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Irgendwie. Und bei einfach ist das sehr komisch. Bowl. Naja, also die Bowle. So bei einer großen Feier. So. Oder Dieter Bowle. Oder Dieter bohlt sie alle um. Ach, so herrlich. Viele Wortwitze, die alle total schlecht sind. Ich muss gerade gucken, wie viel wir es haben. Ja, ich denke, ich habe genug aufgenommen. Für diesen Part. Na gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft Adventure Map. Ich hoffe, Sie waren mit dem Programm einverstanden. Falls Sie Kritik haben, hinterlassen Sie diese im Kommentarfeld. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Haut rein!